Ja, mal gucken. Orb of das Ding. Maelstrom, Aghanims, BKB, genau. Das ist das, was ich habe. Aber ich habe doch schon MKB in der Hand. Brauchst einen M. M und MKB. Oh Gott, habe ich mich voll gekrümelt mit den ganzen Nüssen hier. Ist ja abscheulich. Uah, boah, der müde. So. So, bin da. Der hat bestimmt gestern Skiller gesehen. Und denkt sich, ja, jetzt spiele ich nicht mehr so. Yes. Warst du so weit weg? Achso, wegen dem Dingens, ja. Aber wenn der Maledict proct, poppt, dann kannst du eigentlich näher rankommen. Ja, das habe ich nicht beobachtet. Das hat er nicht bedacht, Fabi. Das hat er nicht bedacht. Nein, ich habe es nicht beobachtet. Nicht drauf geachtet. Ich dachte, er hat die Cask. Das war mein Fehler. Ne? Naja, ich hätte es auch holen. Also, war auch schlecht von mir. Aber du standst so nah dran. Ich dachte einfach, du nimmst es mit. Ja, ich wollte nicht so viel Schaden fressen. Ist auch okay. Haben die jetzt echt den Necrophos in die Mitte gestellt, weil der Alchemist keine Lust hat, Mitte zu spielen gegen den Monkey King? Ja, ich bin dem Monkey gut. Ja, was fahre ich denn? Das weiß ich auch nicht. Gott, oh Gott. Ja, ja. Ich so auf das Last Hitten konzentriert, dass ich mein Leben einfach vergessen habe. Jetzt nichts mehr. Nix hatte ich da mehr. Also jetzt doch nicht mein Spiel. Gott, ey. Da lasse ich mich da in den Baum blocken von den scheiß Creeps.
finde ihn eigentlich. Wie stark ist dieser Held hier? Ist ja ekelhaft. Ja. Ist ja richtig abgefahren. Gut. Ich meine, Tango gegeben. Guter Deutsch. Ach. Es wird, der Magier wird ein ganz großes Problem. Er ist fett as fuck. Der Nekro fehlt. Ah doch, da ist er. Ja, der ist jetzt gerade wieder gekommen. Nein, das lieber nicht. Ich glaube, ich hätte noch seinen Stand gehabt. Nekro fehlt wieder. Mal Richtung Toplane gelaufen. Ich habe keine Ulti, aber mal schauen. Oh, hat schon nicht gesehen. Oh Gott, sorry. Auf den jetzt drauf? Ja. Oh, hi. Der hat Ulti, Achtung. Nö. Ich tippe die Mitte dafür. Kann ich den Tower was hauen, weil der Nekro keine TP hat?
Oh. Ja. Na, die Haste. Ah, ist natürlich schlecht. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet unbedingt. Ich für meinen Teil muss auch besser aufs Room-Timing achten. Wir haben ja nur mal eine. Gib mir bitte den Arcane Ring. Danke. Der Necro fehlt wieder. Schade, hast du doch gekriegt? Nein. Dead man drifting. Ja, ich muss jetzt schangeln, denke ich mal. Adrift. Going. Oh, ist das nervig mit dem Q von dem. Ja. Der hat eine Ace-Rune hier. Achtung raus. Ich kann leider nicht helfen gerade. Anti-Mage kommt noch da. Förder. Dann muss ich jetzt natürlich kritisch noch fragen, war es der Kurier wert oder hätte lieber weiter jumpen sollen? Naja, das hat am Anfang nicht so eine hohe Reichweite. Das war aber wirklich ein kurzer Jump, um dahin zu kommen. Ich hätte ihn trotzdem bekommen. Kannst du jetzt schon swappen? Nee, ne? So weit geht das nicht. Nee, so weit geht, ich hab's auch gerade gar nicht. Wollen wir trotzdem für den gehen? Fabi? Nee. Jetzt nicht mehr. Okay, dann gehe ich wieder weg. Ja. Wir müssen dann mal gucken, ob der eine Rotation nach unten hinbringt. Ja, ich muss jetzt. Ich move jetzt runter. Anti-Mage hat schon Battle Fury. Der Alk hat einen Radiance. Das ist genauso schlimm. Ich
weiß nicht, wie der so viel Farm kriegen kann. Von der Offline. Ja, ich kann halt nicht rind rotieren, das ist halt... Wollt ihr das? Warum? Warum mit der Ursa das? Ja, ich laufe da jetzt alleine rein. Ich verstehe es halt nicht, warum wir das machen. Und warum kommt keine Ansage? Ich war schon den halben Weg gegangen. Ja. Und dann kannst du nicht sagen, dass du das machst. Ich muss das erraten und muss das wissen. Nein. Du hast mir gesagt, da hat sich einer in die Mitte tippiert und das war's. Was macht denn der Ursache? Sie fahren doch hier. Soll ich jetzt hochkommen? Den nicht mit. Spät. So, ich hatte noch Cooldown. Was ist denn da? Ja. Alter! Ferner Mann! Ich krieg da jetzt nicht hin. Nee, du sollst ja auch nicht hinkommen. Naja, aber warum machen wir das überhaupt? Sprich du jetzt nicht voll, wenn das Ding auf ihn bounce, wenn der noch den. Wenn das eine Sekündchen früher ist, dann ist das ein guter Move. So war es leider Pech. Nee, das ist kein Pech, das ist einfach. Du bist kein Assassin. Da geht man nicht hinterher als Support, als Fünfer. Wie lange hat er einen Ulti-Cooldown? Ja, du sagst, so kann ich ja jede Scheißaktion rechtfertigen. Ne, das ist jetzt eine Scheißaktion, weil es nicht geklappt war. Das ist ja klar, aber es war keine Scheißaktion, weil das von vornherein ausgelöst war, dass es klappt. Ich habe es so eingeschätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, mehr wiegt als die etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Ich hab 5 Sekunden auf TP. Ah ja. Oh, fuck, ey. Brauchst du dich, glaube ich, nicht bemühen. Der ist schon richtig mächtig. Your middle tower is under attack. Die sind oben und unten, wissen wir, gell? Your top tower is under attack. Ich laufe mal mit hoch jetzt. Ich will da eigentlich nichts machen. Nein, fahr du weiter, ich. Hi, Freunde. Nein, ach mein, sorry. Das ist mein Fehler. Alles gut, wir killen den. Tja. Wir killen den nicht. Es ist so bitter. Zu gemisst? Ja, der hat einen Radiance. Ach so, ja, klar. Ja, aber sorry, ich wollte dich eigentlich rauswerben. Ich weiß nicht, warum ich den Alti da anklick. Ich wollte dich eigentlich einfach rauswerben und dann wäre er gut gewesen. Alles gut. Ist bitter, dass das passiert. Es ist, wenn ich den nicht misse, kriegen wir den Kill und killen die anderen auch noch. Weil ich habe Lifesteal und mein Q. Ja. Das Problem ist halt... Okay, dass der Anti-Mage eine Freelane hat... Ah, sagen wir mal, eine relativ Freelane hat, war klar. Die war absolut Freelane. Na, no, weiß ich nicht, ob das so klar war. Also... Da kann man auch besser... sich besser anstellen mit Venge, oder Pascal? Ja, spannend.
kleiner Sein. Ich will auch nicht sagen, dass das hier meine ist keine gute Leistung. Will ich auch nicht behaupten. Was mich viel mehr nervt ist, warum zur Hölle hat der Alchemist einen 11 Minuten Radiance? Wir haben uns da weiß ich auch nicht eingestellt. Wir haben einen Ursa und wir haben einen Lich. Das ist die absolute Dominationslane auf Botlane. Ein Rubik Alchemist dürfen niemals irgendwas sehen. Also weder Last Hits noch Kills oder sonst was. Und jetzt sind die. Ach Mann, mich nervt das schon wieder. Und das Ding ist durch. Laufen schon wieder an den komischsten Ecken der Welt rum. Ja, da gehe ich nicht hin. Nein. Ja, bitte. Versuche ich das Gold zu holen. Ja, lauf in deinen Punkt. Bei irgendeinem haben wir Mann die Wurz kauft und sie in unseren Wald stellt alle. Guter Kill. Nicht machen eigentlich. Müssten wir jetzt was tun. Tja, wir sind aber so weit behind, dass wir falls verlieren würden. Ich sag nicht, dass ich jetzt einen tollen Plan habe, aber irgendwie. Wir hätten das, was du gerade sagst, vor 10 Minuten machen müssen. Oder generell, wir hätten Lane gewinnen müssen. Ich brauche 700 Gold für mein Organims, dann können wir vielleicht noch mal was machen. Ja, wir müssen gerade super aufpassen, die sind alle weg. Wir sehen keinen einzigen von denen. Das ist eine Elo. Ja, das zeigt jetzt einer, aber das ist auch nicht der einzige, den wir sehen. Aghanims Zepter. Okay, weird. Ist der echte bei dir? Okay. Nein, das ist eine Elo. Ich habe jetzt mein Organims. Gucken, was hat der? Er hat Mantas Teil, der hat fast BKB ready. Oder Becher, je nachdem, was es wird. Weg. Du hast mich leider vom Baum runtergeholt damit. Scheiße, sorry. Zum Glück nichts passiert, die haben das nicht so gerafft. Da habe ich aber auch gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe dich von einem schlechten Engage abgehalten, sagen wir es mal so. Pascal, kannst du mal herkommen?
Ich weiß nicht, was die Gegner da machen, aber Naja. Kannst du mal ein W in Roshan schmeißen? Ja, die sind da unten gesmoked. Okay. Da sind sie ab. Ja, die sind alle davor. So, für zwei Traden ist gut aktuell. Können eigentlich hinter dem Erster stehen und versuchen. Brauche auch noch. Gehen wir das hier. Die sind oben, ja. Der ist so stark, Alter. Der killt mich einfach weg. Der Anti-Mage. Ja, aber selbst dann. Ich sag nicht, dass wir den Fight gewinnen, aber es wäre wenigstens etwas gewesen und nicht nichts. Es wäre mehr als nichts gewesen, sagen wir es so. Okay, der Team da hinten, naja, gut. Dass das so gut ist. Ich weiß ja nicht. Da konnten Necrofürste dir Farben, glaube ich. Da hat er mir schon wieder meinen Baum weggenommen. Ja, der fliegt immer durch die Gegend. Nicht mit da reingehen. Einfach nur dahinter bleiben und sicherstellen, dass die Gegner nicht kommen. Schieß unten. Wir haben Roshan, das ist gut. Ich push Midlane aus und dann komme ich mit hoch. Da ist irgendwas. Oh, naja. Der echte. Oh, hier ist noch was. Okay. Nein! Oh Mann. So behindert. Boah, das war so knapp mit dem Anti-Mage. Am Anfang. Ja, schade, dass er den. War generell sehr klar. Am Anfang und danach gerade nochmal in dem Fight. Hätte ich ihn fast nochmal gekillt. Wenn wir den Anti-Mage da killen, dann gewinnen wir auch den Teamfight danach, weil der killt uns auch nur, weil er seine Ulti durchkriegt. Ja. Ich hab 700. Wer von uns ist von Mana Void getroffen worden? Fabio, du? Weiß ich nicht, ich habe auch 782 Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob ich, wo ich sehe, ob ich getroffen wurde.
Weil ich hab nicht genügend Mana dafür. Für so viel Damage. Ja, es war wahrscheinlich ich. Nee, es stimmt, nee, ich war's nicht. Ferda war's. Keine Ahnung, Ferda. Ich weiß es nicht. Ferda hat 1000. Aber ich kann ohne BKB überhaupt nichts machen. Oder will das jemand haben? Ceremonial Robe. Nein, das bringt uns nichts. Ich nehme das Lifesteal-Ding. Was für Fabi vielleicht? Nein. Boah, bin ich lange tot. Dann machen wir die nächsten 2 Minuten erstmal nichts mehr. Hier steht ein Mord drauf. Und die kommen hoch. Pascal, pass auf. Muss raus. Die sind dahinter gesmoked. Die sind hier oben drauf gesmoked. Dann wir verteidigen Highground am besten. Ja. Hier TP'd einer runter. Ist der Algi? Wir können vielleicht fighten. Fuck passiert hier? Oh nein! Ja. Oh Gott, ich bin so dumm. Hab ich zu Recht abgestraft. Schade. War ein guter Fight. Ansonsten ein guter Pick. Ich weiß zwar nicht, ob der Smoke, den ich gemacht habe, nötig war, aber irgendwie. Der war natürlich auch ein kranker Call, ne? Guter Call war gut, dass der Eiche weg ist, das wäre okay. So, ich hab mein BKB jetzt. Schwierig. Wie viel Geld hast du? 1,8. Wahrscheinlich sogar auf das. Brauchen Ghost und Lotus Orb. Lotus Orb baue ich schon. Dann Ghost. Ich hätte wahrscheinlich Eon Disc. Okay, dann nehme ich das Ghost Scepter. Ja, Eon Disc ist auch gut. Ich würde wahrscheinlich sogar zu Eon Disc tendieren. Forward. Ja, ich finde Eon Disc auch besser. Kann versuchen, Top zu rotieren. Oh Gott, der stammt da alleine rein. Aber warum denn, Freund? Das weiß ich auch nicht. Na, ich will das nicht. Das ist schwierig gegen den Anti-Mage. Ich will das alles nicht. Hauptsache der scheiß Bär springt raus. Das ist ein Hund. Hauptsache 2 Supports opfern, damit der Bär. Happy. Ja,
Aber das ist, warum überhaupt engaged der da überhaupt halt? Das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Können nicht viel gerade rein. Sorry. Komme. Warum verprügelt ihr da hinten die Illu? Warum fliegt hier schon wieder eine Lich-Ulti durch? Ich hab den hier, den Anti-Mage. Das ist eigentlich der echte Schein. Nee. Der Fight war gut. Naja, Buyback von mir. Ja, aber wir haben wir haben den Alchemisten gekillt. Der Necro ist draufgegangen. Geld ist auch da. Ich brauche einen Becher. Zum Trinken? Das auch. So ruhig nicht, halt auch bald wieder da sein. Doch auch. Also ein W reinschmeißen? Ja, ich muss immer nur hier an den Rand gehen, sonst reicht hier nicht bis hin. Roshan ist da. Geh mal damit ein bisschen ablenken. Anti-Mage ist weg, könnte sein, dass er zu euch kommt. Der ist hier gewesen. Ach, der ist noch da, okay. Ne, guckt, weil er ist nicht da jetzt hoch. Er läuft gerade weg. Ich hab Becher jetzt zusammen. Ist auch nochmal groß. Das. Ne, warte mal. Dich mal so lang raus. Ich würde vorschlagen, Smoke und Fight. Dazu müsste ich erst mal wieder einkaufen. Ist auf dem Weg. Der Ost hat dieser BD. Wir haben Daedalus, BKB, Aegis, also besser als jetzt wird's nicht. Ja. Hast du Smog? Nee, ist noch auf dem Weg. Ja. So, okay, da ist sogar ein Alchemist in der Mitte. Jetzt. Ja, der Pack ist leider immer nicht. Ich habe extra einen Slot frei gemacht, aber. Hier, komm da. Oh, ja, ja. Ja. Sehr schön. Nee, das war nicht schön. Das war nicht gut. Wir haben zwei BKBs gewastet, um einen Alchemist Buyback denied zu. Du musst mich eigentlich sofort swappen, wenn der mich. Okay. Hat der Anti-Mage dich halt, ja. Sorry. Oh Gott. Also, das kannst du ja auch für die nächsten Fights merken. Ja, ja, ich springe immer auf mich drauf und wird Abyssal Blade machen. Mhm. Ja, dann dich rausfoppen, ja, das macht ja Sinn. Witch Doctor ist sehr low. Hilf mir, Daddy! Hilfe, Hilfe. Tut mir leid, musst du dich opfern. Ging jetzt nicht anders. Guter Fight. Boah. Aha. Ah! Das baut! Ich bin. Nein, oh. Lauf schneller, kleiner Mann! Ja, komm doch mal, das war. Der ist da. Ach, der Flicker. Ich dachte, vielleicht kann ich, wenn ich auf der Vision weggehe, aber es hilft ja nicht. Ah. Naja.
endlich eine Eingebung. Feine Sache. 10 Sekunden noch. Ich kann erstmal nicht, ich versuche unten ein bisschen auszupushen. Okay. GP habe ich eh noch auf Cooldown, deswegen. Versuche Level 20 zu kriegen. Eigentlich den Schrein hier unten haben wir noch, ja. Wollte hier irgendwo aufstehen. Nee, nimm ruhig, ich hab Level 20. Ich hab Level 20. Spell Prism. Das klingt nett. Ich hab mein Level 25 Ulti. Das nehme ich. Geld ist ja auch da, mal gucken. Ach, schon weg, scheiße. Wir haben noch Aegis, ne? Nee. Wer hatte das? Der nein, nee, stimmt, der hat's nicht mehr. Ich habe auch Cheese schon gegessen. Der will da oben, okay. So, ich habe jetzt ein Lotus Orb. Sehr gut. Das mache ich am besten auf dich oder auf Fabi dann? Auf Fabi am besten. Geht das, jetzt seht das nur für Zauber oder auch für die Gegenstände? Das zählt für alles, was irgendwie ein Projektil hat. Also Abyssal Blade aber nicht zum Beispiel. Doch auch. Also alles, eigentlich alles. Es zählt als alles. Und das ist ja gut. Ein paar Ausnahmen. Anti-Mage also oben. Fabi. 110 Gold für ein bisschen. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, kannst mich eins brauchen, kann ich. Wenn ich ja nur so schnell wäre, würde ich das ja auch machen. Okay, ein bisschen Blade kommt. Haben wir einen Smoke? Nein, nein. Ja, doch, warte. Jo. Brauchst den auch noch nicht unbedingt noch einen. Aber ich will nicht vorgehen. Das, wenn ich Fabis Lotus Orb gebe aus dem Smoke heraus, dann bin ich sichtbar. Nee. Du wirst nicht aufgedeckt dadurch. Du hast Klimakip drauf, du kannst gehen. Geil. Aber ein bisschen übertrieben, die Ulti. Ja, vielleicht, aber die hat nicht so viel Cooldown. Ne, meine. Nee. Das ist nicht der echte. Das ist dem sein Aghanim-Shard. Ja, dafür hast du ja auch ein Glimmercape. Ah, der hat die Waves gecuttet. Das ist natürlich beschissen. Dann können wir wenigstens mal ein bisschen wischen. Das der echte? Das der echte. Oh Gott. Hier, der. Nein! Der dann. Welche denn nun? Ja. Der es gerade aufs Maul bekommt. Ja. Du bist auch zum anderen gelaufen. Es ist niemals derjenige, der die offensichtliche Scheiße macht. Okay, der zieht einen Buyback. Wir haben jetzt eine Wave. Haben wir ein CC-Follow-up auf den Anti-Mage? Ja, ich. Ja. GG. Das ist GG, ja. Das war auch der einzige sinnvolle, den ich dieses Spiel gemacht habe. Und plötzlich eine Eingebung. Aua. Ah, da komme ich nicht hin. Naja. Sehr nice. Der macht das da schon. Wieso? Der Rubik ist doch tot. Okay. Ich hab das trotzdem als
Zum Glück scaled Monkey ganz gut im Late Game. Bin mir noch nicht sicher, wie wir das gewonnen haben. Ich auch nicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir gewinnen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Schöne Sache, ey. Schöne Sache. Feine Sache. Feine Sache, würde ich sagen. Feini. Wollen sagen, aber du bist ein Feini.